Leute, das ist ein fantastischer Level. Guten Morgen. Na, oh, ja. Oh, das für den Cold Opener wird für mich immer schwierig, wenn ich hier so ein Mario-Level baue, weil im Endeffekt passiert ja nichts wirklich Spannendes. Aber irgendwie kriege ich es ja doch hin, ne? Guck mal hier. Wir gehen jetzt hier runter in die Maulwurfskammer. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich möchte nämlich nicht... So, warte mal, wie ist denn das jetzt? Ich ziehe jetzt den Mario hier raus. Here we go. So, okay, was ich nicht möchte... Was ich nicht möchte, ist, dass ich das Linke da auch sehen muss. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie man das am besten macht. So, das ist natürlich Quatsch hier. Da oben irgendwelche Sachen zu platzieren, das wollte ich nicht. Nee! Ich will nicht, dass er da oben was lädt. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bewandtnis hat, ob da was passiert oder nicht. Ich will's nicht. So, machen wir ein Ass rein, das ist ein Norwegen-Level hier wieder. Okay, dann machen wir das zurück. Yes. Wieder so eine Kiste, Leute. Das ist einfach das Beste. So, guck mal hier. Ich bin jetzt in der Kiste. Und oh, schön. Guck mal, ich kann nicht weiter nach links. Das ist doch der Wahnsinn. Das macht Spaß. Das ist richtig gutes Zeug. Ich guck mal, ob das hier funktioniert. Erstmal wieder zurück. So, und dann gehen wir rein hier. Moin. So, dann sind wir hier. Geil. Besser könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Okay, hier ist aber die Falle, Leute. Hier ist die Falle. Hier ist die Falle. Irgendwie muss man wieder zurückkommen, ne? Ich überlege gerade, wie das funktionieren soll. Man muss sich irgendwie den Weg hier wieder rauskämpfen. Und... und jetzt kommt der Moment, wo Maddie das so macht, dass sein Level doch schlechte Bewertung kriegt. Warte mal, wie... So ging das. Okay, am liebsten hätte ich das so folgendermaßen. Und ich kenne keine Gnade, Leute. So. Ich guck mal, wohin mich die Reise führt. Wir sehen das dann ja hinterher. So, und auf der anderen Seite selbstverständlich auch noch. Oh Leute, jetzt ist der Moment. Wie gesagt, es gibt immer so einen Moment, wo es dann doof wird. Das ist doch aber auch bei allem so. Das ist bei irgendwelchen Fernsehsendungen so. Das ist vielleicht im Fußballspiel, ist das dann auch so. Wenn man dann doch nicht mehr den Sieg einheimsen kann, dann passiert's. So, pass auf, hier machen wir eine Treppe. Obwohl, was ja noch viel gemeiner wäre, wenn das andersrum wäre. Aber das ist, ich glaube, das ist zu gemein, deswegen lassen wir das. So, guck mal hier, guck mal schön. Alles klar. Und die Roten haben die größte Frequenz. Ja. Und das muss auch. Oh, Jungs. Oh, Junge. Das wird gut. Oder kommt da immer nur ein Maulwurf raus? Man weiß es nicht. So, warte mal. Wenn man kann sich das ja, theoretisch kann man sich das ja einfach angucken. Wie wäre das? Das reicht ja eigentlich. So. Nee. Zwei. So. Dann kriegst du hier. Dann, hier kannst du auch einen Midway Point reinmachen, oder nicht? Das ist auch eine Idee. So, dann kannst du hier gucken. Moin. Da kommen die alle raus hier, die Jungs. Guten Tag. Und irgendwann sind das einfach so viele, dass du gar nicht mehr weißt, was los ist. Guck mal, da sind sie alle. Bäm, 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 bäm. Ah, wie? Grenze. Was soll das denn? Leute, jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich enttäuscht. Was ist denn das hier, Nintendo? Wollen wir jetzt mal nicht ein bisschen mehr Maulwürfe hier reinmachen? Hör mal. Das ist mir zu wenig. Wie viel sind denn das? Vielleicht 17 oder was? Vielleicht 70? Ja. Nee, weniger. Das müssen doch jetzt so an die 50. An die 50, 60 sein. Das ist doch Quatsch. Das ist doch viel zu wenig. Das ist doch viel zu wenig. Okay, warte mal. Da musst du ja theoretisch, Molds sind ja keine Freunde. Das ist ja, das weiß ja jeder. Das weiß ja jeder. Ich glaube, hier hast du so eine richtige Spaßkammer. Wie wäre das denn? So. Ja, okay, alles klar. So ist es doch eigentlich mal nicht schlecht. Okay. So, wie macht man das jetzt? Wie macht man? Ich bin, so was so fortgeschrittene Mario Maker Mechaniken angeht, einfach auch ein bisschen uninformiert.
Was ich jetzt möchte, ist, dass ich die alle ballern kann hier. So, guck mal hier, guck mal schön, ja. So, kann ich denn jetzt... Warte mal, ich probiere mich jetzt aus. Ich probiere es jetzt aus. Ich probiere es aus. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel so eine Hintergrundplattform habe, ne? So, dann liegen die ja theoretisch auf. Ja. Here we go. Nee. Tun sie nicht. Zumindest die da nicht. Was auch immer da das Problem gerade war. Here we go. So. Okay. Alles klar. Ja, kannst du ballern, das ist doch... Leute, das ist es doch. Das ist doch. Da kannst du hier noch hoch. Für die Leute, die richtig blöd sind, die können dann dahin. So, warte mal. Kann man das hier weiterziehen? Will man das weiterziehen? Nee. Ich mach das mal so. Da kannst du die ganzen Maulwürfe verbraten. Dann macht doch auch irgendwie Spaß. Ja. Ja. So, guck mal hier. Here we go. Aha. Informiert. Warte mal, was ist denn, wenn ich den ganzen Spaß ein bisschen weiter nach oben ziehe? Dann habe ich auch die... Komme ich hier nicht in der Bredouille, dass ich hier so einen blöden Cut-Off habe. So. So. Ja. Aber dann kann man vielleicht noch ein paar mehr Maulwürfe machen, finde ich. Dann geht da noch was. So, hier haben wir oben noch einen Platz für eine Röhre, das geht. Das kann man machen. Kopieren. So. Aber, was auf, den Spaß muss man nämlich freischalten. Wäre nämlich auch ein bisschen doof, wenn man das einfach frei Haus machen könnte. Und, so. Oh nee, warte mal, ich wollte es kopieren. Hier rüber. Okay. Wie sieht's denn da aus? Ich brauche einmal, das ist so ein bisschen On-Off-Mechanik hier in dem Level. Nicht viel, ist jetzt nicht das Zentrum vom Level, aber ist schon geil an sich. So, guck mal hier. Du hast jetzt hier deine... Hier, das musst du erstmal freischalten. Wenn du jetzt hier so normal reingehst, dann wird das nichts. Dann kommst du hier rein, denkst du, ja scheiße, ich will hier... Ich fühle die Möglichkeiten, aber sie sind unerreichbar. So ist das. Alles klar. Macht Spaß. Hier ist ja wirklich hier Schredder. Oh ja, mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich pro Röhre... Warte mal, wir können ja theoretisch... Leute, wir drehen jetzt komplett am Ackerschachtelhalm. Ist mir auch egal. Das ist... Oh Mann. Ich weiß. Das macht einfach auch Freude. Da müsst ihr mir nicht sagen, dass das lustig ist. So, warte. Ja, hier auch noch. So. Oh, Baby. Ja, gib mir einfach noch mehr. Gib mir noch mehr. Guck mal hier. So, der eine ist natürlich jetzt auf dem Kopf. Das ist nicht richtig. Der muss nochmal richtig gedreht werden. Hier, zack, nach oben. Und dann packen wir die auch noch voll. Leute, mehr geht nicht. Also ohne dass scheiße aussieht, mehr geht einfach nicht. Ja. Zack. Da, guck mal, da kommen die doch alle. Da sind sie alle am Start. Moin. Ja, da muss sich ja auch lohnen. Ja. Und dann kannst du hier wegreißen. Ich probiere das jetzt mal. Warte mal, ich mach mal einen auf. Here we go. So, du kommst ja mittig rein. Das ist so. Leute, das ist ein fantastischer Level. Das ist einfach besser, geht das nicht. Das geht nicht besser. Leute, das ist es. Das ist einfach der Level hier. Bang! Ach, oh, warte mal. Das ist interessant. Weil du die ja nicht alle sofort wegkriegst. Die springen ja rum wie die Bekloppten. Das heißt, du musst dann das Timing haben. Das ist auch nicht schlecht. Irgendwie gefällt mir das. Ja, da unten sind sie alle. Die wissen genau, was auf sie zukommt. Die sind alle informiert. Obwohl, nee, eigentlich wissen die das nicht. So. Ja. Wenn ich jetzt richtig fies bin, mache ich das so, dass oben auch noch Maulwürfe rauskommen. Jetzt wird der geneigte Leser sich fragen, Maddie, wie ist denn das? Wieso kommt denn da oben? Hier, warte mal. Hier, guck mal hier.
Achtung, da kommen ja Maulwürfe raus. Hier, guck mal, da sind sie doch. Wie schaffen die das denn? Man sieht doch ganz klar, dass das nichts wird. Man sieht es doch. Die kommen doch da gar nicht hin. Die sind hier einfach unten und werden geschreddert. Das ist schon witzig. Das ist schon super witzig. Das ist schon super witzig. Ich finde das gut. Und wenn du dann den Knopf gedrückt hast, kannst du hier einmal bam, 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 bam. Wie am so einem Raketentestgelände, nur gegen Maulwürfe geht's dann. Ist in Ordnung. Bisschen schlecht fühle ich mich, weil ich mich in einer erhabenen Situation über diese Maulwürfe erhebe und sage, pass auf, euer Leben liegt in meiner Hand und ihr wisst, was das heißt. Das bedeutet einfach, dass ihr jetzt gerade alle Frischfleisch seid. Das Problem bei der Sache ist, man wird es einfach auch nicht erleben hier, weil man den Knopf ja nicht gedrückt hat. Das heißt, wir müssen das irgendwie so machen. Was ist mir jetzt egal? Kann man es nicht so machen? So. Dass du hier dann rauskommst. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Da kommst du da auch nicht rein. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Guck mal, du kannst ja da nicht hier reinspringen. Da kannst du nicht. Obwohl hier gefährlich ist, ne? Hier ist gefährlich. Da kommen die ganzen Maulwürfe angerumpelt. Und du weißt gar nicht, wie du hier an die Sachen rankommen sollst. Ja. Ja, das ist very dangerous. Das gebe ich zu. Das gebe ich zu. Das ist vielleicht... Vielleicht sollte man den Hügel ein bisschen weiter nach rechts packen. Nur so ein Gedanke. Ja. Aber nehmen wir den Hügel und packen den zur Seite. Ist natürlich cool, dass die Kamera jetzt einfach mal nicht mitscrollt. Das brauchen wir auch nicht, ne? So, warte mal. Wie war das jetzt? War das so korrekt? Ja. Wieso ist da ein Loch? Man weiß es nicht. Okay, warte. Warte jetzt. Nee, so. Ja! Leute! Nee! Oh, komm jetzt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das Loch jetzt herkommt. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich da auf einmal weniger habe als vorher, aber das ist ja auch egal jetzt. So, machen wir das so, zack, fertig ist. Ach so, nee, warte, das Loch kommt, da, ja, da war ja diese Schräge vorher drin. So, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, das heißt, wir machen jetzt hier so ein bisschen was paar Pilze hin oder was. So, guck mal hier, schöne Pilzplattform, 1, 2, 3, 400. Dann haben wir das. Ja. Vielleicht ein bisschen höher. So, jetzt muss man aufpassen hier. Wenn man die Sachen haben möchte, dann darf man nicht zu weit gehen, weil dann sind die Maulwürfe nämlich wieder da. Und die jagen dich. Die haben da kein Erbarmen. Ich meine, du kriegst ja hinterher deine Genugtuung, dass du dir alle wegstampfen kannst. Ne? Das bleibt dir ja unbenommen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist es noch kritisch. Weil wenn du jetzt hier lang gehst, guck mal hier. Und gesetzt im Fall, wir haben hier das schon aktiviert. Da kommen natürlich die Jungs und wollen hier Stress haben. Und der hier ist auch unten in der Höhle. Da muss man aufpassen. Das ist schon knifflig. Und ich habe ja gesagt, dass ich dem Spieler dieses Levels keine Blume geben möchte. Weil, warum auch? Machen wir mal einen auf Megumin, ne? Keine Blume geben. Aber dafür fehlen noch ein paar Förderbänder. Ja, das ist okay, 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 das ist alles okay, 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 cool, 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 cool. Ja, bis dahin eigentlich schon in Ordnung, ne? Schon wieder eine Viertelstunde um und nichts geschafft. Eigentlich doch, doch, wir haben was geschafft. Wir können ja mal vom Anfang an gucken, wie das aussieht. So, moin, na? Hey, na? Jetzt kriegen wir hier unseren Pilz, der ist wichtig. Hier dürfen wir nicht runterfallen, weil gefährlich. So, da müssen wir mal gucken, da ist der Killer. Hier geht's in die mittlere Röhre. Ja. Ist für mich auch nicht schlimm, dass man da ein bisschen suchen muss. So, hier ist wieder ein Pilz für die Leute, die ihn vorher verloren haben. So, hier ist der Switch. Man könnte das auch so machen, dass man den einfach so drückt. Aber machen wir nicht. Ein paar Sounds müssen hinterher auch noch rein. Und jetzt sind wir hier. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5 Euro. Und weiter geht's. Das ist doch machbar, Leute. Ich tue mich schwer, leichte Level zu bauen. Ehrlich gesagt. Weil ich nie weiß... Woran sterben die Leute? Und normalerweise müsste man hinterher nochmal gucken, was denn passiert ist. Aber das ist es, Leute. Das ist es. Das ist die Kammer, die man braucht. Besser als so wird es nicht. Ja! Bang! Aber du wirst merken,
du bist einfach machtlos. Du kriegst vielleicht 2 Wellen weg von den Maulwürfen. Vielleicht, wenn du gut bist. Aber mehr nicht. Mehr ist vollkommen illusorisch, Freunde. Geht nicht. Was macht der jetzt? Was hat er jetzt rückgängig gemacht? Ich wollte nicht rückgängig. Ich wollte da... Irgendwas hiervon? Ich weiß es wirklich nicht. Was hat er rückgängig gemacht? Oh. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt, aber ist okay. Ja, da können wir ja schon mal anfangen, hier Gegner hinzustellen. Ihn hier zum Beispiel. Ja, den packen wir mal hier hin. Ja, ja, der ist nicht schlimm. Der macht jetzt nichts. Okay, auf die zweite Röhre packen wir eine Blume. Ja. Normale Piranha-Pflanze. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Rein. Okay. Alles klar. Ja, macht Spaß. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Nö? Jo.